Ja, herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Video geht es um den Uni-Level-Plan und werde mal kurz auf die Vor- und Nachteile eingehen und ja, darauf eingehen, was du zu diesem Plan halt eben einfach wissen solltest. Also das blaue Männchen hier oben, das bist du, das ist der Sponsor. Und beim Uni-Level-Plan, das ist so ja mit der am einfach zu verstehendste Plan aus meiner Sicht im Network Marketing. Und zwar hast du beim Uni-Level-Plan wirst du einfach ja auf mehrere Ebenen vergütet. Und du kannst also jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt in dem Beispiel, haben wir jetzt hier eine Ebene, also die grünen Männchen sind eine Ebene, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann hier unten die zwei grünen sind dann noch die siebte Ebene. Das heißt, wir haben jetzt hier sieben Ebenen. Das kann auch nur drei, vier oder fünf sein. Musst du halt einfach schauen bei dem Unternehmen, auf wie viele Ebenen du das Ganze ausgeschüttet wird. Du kannst in die Breite so viele Menschen anbauen, wie du willst. Ja? Auch in die Tiefe können natürlich so viele Menschen wachsen, wie halt eben möglich ist. Allerdings ist es so, dass du vom Verdienst her beim Uni-Level-Plan halt eben nur auf den vorher definierten Ebenen halt vergütet wirst. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Produkt verkaufst oder das Unternehmen, das Produkt kostet 100 Euro und du bekommst jetzt auf der ersten Ebene 10%, ja, auf der zweiten 10, dritten 10, vierten 10, also einfach jetzt mal auf jeder Ebene 10, dann wären das 70% beziehungsweise 70 Euro, die halt maximal ausgeschüttet werden können, den Rest behält das Unternehmen. So, und wenn du jetzt hier auf der ersten Ebene, wenn deine erste Ebene einen Umsatz macht von 1.000 Euro, dann würdest du jetzt in unserem Beispiel hier 10% davon erhalten, also dann 100 Euro, ja. Und wenn jetzt hier auf der zweiten Ebene nochmal 1.000 Euro Umsatz gemacht werden würden, dann wären es 200 Euro und so weiter und so fort. Das müssen natürlich nicht immer 10% sein, das können auch unterschiedliche Zahlen sein, ja, dass du vielleicht auf der ersten Ebene 20 kriegst, auf der zweiten 10, dann 5, ja, oder wie auch immer. Ja, musst du dann halt eben aus dem Marketingplan deines Unternehmens raus oder da halt raus entnehmen. Ja, und so funktioniert im Prinzip der Unilevel-Marketingplan. Vorteil ist hier ganz klar, einfach zu verstehen, zu erklären. Das Schöne ist auch an diesem Plan, dass egal wie viel Umsatz eine Person macht, selbst wenn sie mehr macht wie du wirst nicht, du kannst nicht überholt werden, ja, weil du halt immer an den Partnern eben halt auf der Ebene quasi einfach den prozentualen Anteil erhältst. Wie gesagt, überholen ist nicht möglich. Wird deshalb oft wird er halt als einer der fairsten Pläne bezeichnet. Es gibt aber halt auch einen großen Nachteil in diesem Vergütungsplan, und zwar, das ist halt eben, wie du schon sehen kannst, die begrenzte Ausschüttung. Ja, in unserem Beispiel ist es jetzt insgesamt die Ausschüttung relativ hoch und auch auf über viele Ebenen. Aber ja, wenn du halt jetzt mal hier nur drei Ebenen hast, ja, wenn die Ausschüttung niedriger ist, alles, was jetzt hier zum Beispiel unterhalb der siebten Ebene stattfindet, ja, das heißt, wenn du jetzt eine Organisation hast, die viele, viele Ebenen tief ist, dann würdest du jetzt hier nicht mehr dran profitieren. Das heißt, immer wenn du dein Einkommen vergrößern willst, musst du hier, ich sag mal, links oder rechts halt anbauen, neue Linien, ja, aufbauen und wirst aber immer nur bis in die siebte Ebene bezahlt. Ja, das heißt, das ist halt ein Nachteil, weil es eine gewisse Begrenzung einfach darstellt. Viele Unternehmen, die versuchen, diesen Nachteil ein bisschen auszugleichen, indem sie zum Beispiel sagen, okay, wir geben bis auf die unendliche Tiefe dann nochmal einen Tiefenbonus, meistens so 1 bis 3%. Und ja, da wo man dann halt eben am Umsatz der Downline quasi bis in die unendliche Tiefe dann mit beteiligt wird. Manchmal gibt es auch dann noch eine Beteiligung am weltweiten Umsatz des Unternehmens, dass man da nochmal eine prozentuale Beteiligung bekommt. Ja, und das ist, wenn du so willst, ja, das Wichtigste, was du zum Unilevel-Plan wissen solltest. Und ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video.